Hey Leute, was hier? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Furki Plays. Heute geht es um Taktiken. Ich werde euch eine neue Art von Taktiken zeigen. Ihr solltet es unbedingt mal ausprobieren. Mit gewissen Spielertypen auch. Ich werde euch das Ganze erklären, wie man mit der Taktik zu spielen hat. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, letztes Wochenende gab es die Deutsche Meisterschaft. Dort hat man vor allem verschiedene Spielertypen gesehen. Ich werde euch jetzt eine Art von Spielertyp zeigen, wo es viel darauf ankommt, dass ihr Außenspieler und zentrale Spieler eine sehr ausgewogene Formation habt, aber eben auch sehr effektiv nach vorne kommen könnt mit, ich sag jetzt mal, wenig Skills, sondern wirklich sehr effektiv spielen können. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst du hier nichts mehr und wir legen los. So, als Aufstellung, Freunde, sage ich euch erstmal jetzt ganz einfach, wie es ist. Ihr könnt zwei Sachen spielen. Ihr spielt entweder das 4-4-2 oder das 4-4-1-1. Ihr könnt beides mal gucken, was euch mehr liegt. Bei der 4-4-2 habt ihr quasi einfach klassisch zwei Stürmer. Im 4-4-1-1 habt ihr meistens noch einen Zehner quasi, der mit auf der Seite steht und euren Stürmer, der mit auf der Seite steht. Ihr könnt aber beides mal ausprobieren. Das würde ich euch einfach auch mal empfehlen, weil das, was ich euch jetzt hier quasi vom Spielstil her zeige, geht mit beiden Formationen. Beide Formationen sind sehr unkompliziert. Man hat nach vorne zwei Viererketten, man hat nach hinten zwei Viererketten und die beiden Spieler da vorne. Deswegen bietet sich das ganz genau an. Ist jetzt nichts taktisch Verrücktes. Dann gehen wir zu den Anweisungen. Hier bleiben wir vom Defensivstil her bei ausgeglichen. Bei der Breite gehen wir nicht über eine 50 hoch. Ne? Also ganz wichtig, Freunde, hier gehen wir nicht über eine 50 hoch. Wir übertreiben auch nicht und gehen hier auf eine 1. Es gibt einige E-Sport, die das machen. Ich würde es euch aber nicht empfehlen. Das ist ein bisschen übertrieben. Ihr könnt aber hier so euch ansiedeln zwischen 30er Breite und 40er Breite, so würde ich euch empfehlen. Ich werde jetzt einfach mal so als Beispiel auf eine 35 Breite gehen. Ihr seht auch so ein bisschen, ne, wenn ihr hier so hoch und runter geht, dann ändert sich quasi die Beschriftung, die da auch steht, ne. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt ab 30 abwärts steht, deine Profis stehen eng, wenn der Gegner den Ball hat. Du deckst die zentrale Position ab, so kommt der Gegner nicht leicht durch die Mitte. Es gibt aber Freiräume auf außen. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen, wir bleiben trotzdem sehr eng, aber übertreiben es nicht. Machen wir 35er Breite. Wenn ihr jetzt hier ein bisschen höher geht, ne, steht, Profis stehen sehr breit, in der Mitte können Räume entstehen, ne, ab 70 ist es, glaube ich, genau, ab 71. Deswegen, wir gehen mal auf eine 35, da steht, deine Profis wählen eine ausgeglichene Formation, wenn der Gegner den Ball hat, wenn du nicht den Ball hast, können 1 gegen 1, sondern verstärkt auftreten, okay. Tiefe, das ist jetzt erstmal eine sehr interessante Sache, ich weiß, es gibt viele Leute, die hier zum Beispiel auf eine 71er Tiefe gehen, es gibt viele, die gehen ein bisschen weiter runter. Ich persönlich empfehle euch, auch hier wieder, nicht zu weit nach unten, aber auch nicht zu übertreiben. Ich persönlich spiele ja auf jeder meiner Taktiken eigentlich 59 Tiefe und das würde ich euch auch hier empfehlen. Ihr könnt gucken, vielleicht, wenn ihr das Gefühl habt, Leute, eure Gegner oder ihr wollt unbedingt mal so ein bisschen höher pressen, dann könnt ihr natürlich auf eine 71 gehen. Ich kann euch aber sagen, ihr werdet dafür oft ausgekontert werden oder mit einem einfachen Ball überspielt werden. Da muss man dann schon gut im Anwählen und so sein, finde ich. Aber probiert's aus. Wie gesagt, schadet nicht. Ich selber empfehle euch 59. Aufbauspiel, ausgeglichene Chancenarbeit und direkte Pässe, das ist der Klassiker. So, dann kommen wir zur Breite. Und jetzt, bei der Breite ist das, ja, eine sehr interessante Thematik eigentlich. Also ich würde recht breit stehen, weil ihr spielt im 4-4-2, ihr spielt hier kein 4-3-2-1 oder so. Ihr braucht eine gewisse Breite. Ihr könnt hier auf 51 gehen. Ihr könnt jetzt auch hier wieder auf diese Beschriftung achten, ne? Ab 71, dein Team steht in der Offensive breit und deine Außenspieler agieren an der Seitenlinie. Das wollen wir aber nicht. Das ist mir ein bisschen zu breit, vor allem im 4-4-2. Deswegen, ihr könnt mal so von der Breite auf zwischen 50 und 60 agieren. Ich würde auf jeden Fall nicht enger stehen. Machen wir mal hier eine 51 zum Beispiel rein. Spieler im Strafraum 6, Ecken und Freischüsse könnt ihr gucken, wie ihr wollt. So, ich gehe jetzt mal von einem 4-4-2 aus. Anweisungen machen wir ganz einfach, Freunde. Wenn ihr im 4-4-2 spielt, müssen eure Außenverteidiger hinten bleiben haben. Ganz wichtig. Das wird sonst komplett kollabieren alles bei euch. E-Force machen wir, lassen wir sowieso alles. Hier flanken wir ja Torwart lieber rüber den Torhütern. Zentrales Mittelfeld, Leute, immer hinten bleiben. Ganz wichtig, ne? Auf beiden Spielern. Achtet jetzt nicht, welche Spieler ich da im Team habe. Beide auf jeden Fall hinten bleiben. Ihr könnt dann auch hier wieder zwei Sachen ausprobieren. Mitte abdecken, theoretisch. Oder Flügel abdecken, könnt ihr auch ausprobieren. Ich würde jetzt im 4-4-2 sogar tatsächlich Mitte abdecken empfehlen. Dann habt ihr hier auf den Außenmittelfeldspielern defensive Verstärken garantiert, sollte drin sein, auf 100%. Plus, ich würde jetzt hier, weil wir jetzt gleich zum Spielstil kommen, ich werde euch zeigen, wie ihr am besten spielen sollt, würde ich sogar einfach nur defensive verstärken lassen und sonst gar nichts. Also weder in die Mitte ziehen, noch nach außen, sondern wirklich ausgewogen den Rest. Dann im Zentrum bleiben wir bei den Spielern auf defensive verstärken wieder und zentral orientieren. Ganz wichtig, defensive verstärken und zentral orientieren, weil ihr wollt natürlich, dass eure beiden Spieler auch zentral stehen und so nach hinten schadet ja immer nicht, ne? Aber ihr merkt, es ist von den Anweisungen, von dem taktischen her und so wirklich kein Riesending. Wir kommen jetzt aber zum wichtigsten Punkt. Und zwar, Freunde, welche Spieler spielen wir in unserem Team? Vorne die Viererreihe, das sollten einfach schnelle Spieler sein, offensiv gute Spieler. Ich glaube, da gibt es mittlerweile en masse. Die wichtigsten zwei Positionen sind die beiden ZMs. Da spielt ihr nämlich 100.000%. Ihr dürft keine anderen Spieler in den beiden mittleren Positionen haben, außer Spieler, die den Playstyle in Gold wie
Bruno Fernandes haben. Also, wir werden das Spiel über diesen Playstyle hier aufbauen. Weiter Pass als goldener Playstyle. Hohe und gelufte Steilpässe sind noch präziser und noch schneller und lassen sich deutlich schwerer abfangen. Mit diesem Ball, Freunde, das wird quasi euer Key sein, euer Schlüsselpass überall hin, hinter die Abwehr. Und ihr solltet zwei Spieler haben, die das hier perfekt können. Ihr werdet jetzt sehen, ich habe zwar hier gerade Frimpong, aber ich packe jetzt hier Kimmich rein und werde Kimmich in-game gemeinsam mit Bruno im ZM spielen und werde euch zeigen, wie man damit dann zu spielen hat. So, ihr seht jetzt hier nochmal meine Aufstellung. Ich mache Mbappé rechts außen, einen Haaland links außen, Timo Werner und Führich vorne und Kimmich, Bruno in die Mitte und spiele jetzt Matthäus einfach mal Außenverteidiger. So, Fighters nach unten. Fighters nach unten würde ich immer empfehlen, Leute. Stürmer lässt sich zurückfallen in der Defensive, ist immer sehr gut. So, wir haben jetzt hier... So, das Team stellt sich jetzt von mir erstmal ein wenig auf. So, zack. So, und ihr seht jetzt da oben, guck mal, Bruno. Und ich spiele den Ball jetzt einfach mal blind hier rein. Und ihr werdet immer sehen, dass euer Mittelfeldspieler das Kopfballduell oder das Laufduell gewinnen wird, weil einfach dieser Playstyle zu krass ist. Schaut euch das an. Das waren jetzt zwei Pässe back-to-back. Und ihr seid dann eigentlich hier immer über die Außen ganz simpel durch. Also ihr könnt quasi blind, im Idealfall natürlich nicht blind, ne? Im Idealfall schaut ihr dahin und... könnt dann quasi gezielt den Spieler auch schicken mit L1. Und ihr könnt eigentlich jedes Mal, ihr müsst jetzt auch nicht immer den Ball spielen, ne? Hier in so einer Situation könnt ihr es natürlich flach machen. Ihr habt viele Spieler vorne, ihr habt eure beiden ZMs hier und könnt schön um den Strafraum herum auch dieses Spiel hier immer noch machen mit dem 4-4-2, was sehr, sehr geil ist. Der Keypoint ist aber, ihr könnt mit der 4-4-2 sehr geil kontern. Passt auf, gleich hier, guck mal, Felix mal kurz geschickt. Kimmich und bumm. Hier L1 Dreieckball und zack, ihr seid direkt hinter der Kette. Da ist natürlich das Timing auch ein bisschen wichtig. Ihr müsst den Ball immer so spielen, dass euer Spieler ungefähr die Abseitslinie überspielt. Und dann kommt quasi der Ball im perfekten Moment mit L1 Viereck rein. Ihr könnt aber, wie gesagt, nee, ihr müsst nicht kontern. Ihr müsst das jetzt auch nicht die ganze Zeit spammen, den Ball auf außen. Aber ihr habt natürlich eine schöne, ausgewogene Art. Guck mal hier. So, ich schicke jetzt Joao Felix, Bruno Fernandes, Kimmich und bumm. Okay, hat jetzt nicht funktioniert. Ja, und wenn es nicht funktioniert, ihr könnt auch so spielen. Ihr habt vorne immer eure vier Spieler als Anspielstation. Aber ihr solltet schon darauf achten, dass ihr hier viel über die Außen machen könnt. Mit euren LMs und AMs. Zack, zack. Und da ist der Ball wieder drin. Also es ist wirklich sehr leicht zu bespielen, diese Taktik. Vor allem, weil es unkompliziert ist. Ihr wisst, wo eure Spieler stehen. Die machen jetzt keine verrückten Runs. Die rennen nicht alle kreuz und quer. Ihr wisst, wo eure Spieler stehen und das macht es eigentlich auch recht einfach, das Spiel aufzubauen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch so mal einen Diagonalball schlagen mit L1 Dreieck und ihr seht, die Spieler, jetzt leider rennt er ins Aus, aber diese Spieler, die bekommen den Ball, wenn ihr den mit Kimmich und Bruno, also mit Spielern, die den in Gold haben, diesen Playstyle, könnt ihr den Ball quasi, egal aus welcher Lage, gefühlt diagonal komplett rüberschlagen mit L1 Dreieck. Und das ist wirklich sehr, sehr effektiv. Ich schicke jetzt zum Beispiel mit L1 Mbappé, Joshua Kimmich, guck mal hier, einfach mal aus der Drehung und zack, haben wir wieder den Ball. Das sind immer L1 Dreieckbälle und ihr könnt wieder marschieren. Dann könnt ihr wieder abbrechen und dann schön hier wieder um den Strafraum herum. Zack, in den Strafraum rein. Jetzt habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und da ist der Ball wieder drin. Also im Grunde genommen sehr, sehr leicht zu bespielen. Ist nichts Kompliziertes. Und der Gegner hat auch schon keinen Bock mehr. Ein Game machen wir noch, damit ihr nochmal diese langen Bälle nochmal ein bisschen besser sehen könnt. Guck mal, hier wieder Kimmich und wieder L1 Dreieck auf den Außenmittelfeldspieler. Und zack, ihr seid wieder durch. Also wirklich sehr, sehr einfach. Und ihr könnt dann eigentlich hier quasi immer durchlaufen, den Ball in die Mitte legen, ihr könnt früher abbrechen. Alles möglich, Chat, alles möglich. So, passt mal jetzt hier auf. Jetzt kommt auch mal so ein Diagonal. Seht ihr wieder L1 Dreieck komplett rüber. Und dann wieder so ein Abschluss. Also es ist wirklich extremst effektiv. So, hier Kimmich wieder, zack, wieder L1 Dreieck. Und was auch sehr cool ist, Freunde, mit dem Playstyle nehmen die Spieler den Ball auch immer perfekt mit. Also die haben da sehr wenig Mühe, den Ball mitzunehmen. So, jetzt hier wieder Kimmich. Und zack, könnt ihr wieder hochspielen. Der Gegner ist komplett irritiert. Und dann könnt ihr immer Richtung Tor gehen. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht wie ich, mach's jetzt gerade ein bisschen dumm. Ich laufe immer zu weit nach außen mit dem Spieler dann. Ihr könnt schon auch zentral laufen. So, jetzt hier wieder Kimmich. Zack, L1 Dreieck. Legt den Ball vielleicht nochmal ab. Und dann ist der Ball drin. Also wirklich nicht schwer. Euer Zentrum braucht auf jeden Fall diesen Playstyle, hoher, weiter Pass. Als in Gold, ne? Als Playstyle Plus. Und dann ist eigentlich der Rest selbst erklären. Ihr müsst einfach nur schön gute, schnelle Spieler vorne haben und dann die Bälle einfach schicken. Ne? Vor allem hier, ich schicke jetzt mal Felix vor mit L1. Der läuft und läuft und läuft und läuft. Und dann spielen wir mal mit Kimmich den Ball rein und ihr seht, das ist Wahnsinn.
Naja, das sind geschenkte Tore. Müsst ihr unbedingt machen, müsst ihr unbedingt lernen. Und ich hoffe, ihr macht dann, holt euch dann ein paar mehr Wins in der Wicked League ab. Aber ich bin bestimmt live. Ich hoffe dann, dass ihr auch die Rewards dann bei mir im Stream öffnet, wenn ihr schon wegen meinen Taktiken hier ein paar mehr Siege holt und coole Sachen zieht. Ne? Wäre schon cool, wenn wir dann das, wenn ich da auch sehen kann, was ihr zieht. Aber dann würde ich sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle. Gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, dann verpasst ihr hier nichts mehr. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Einsamer Wolf auf dem Weg ganz allein, denn der Glaube an mich selbst wird mein Weg weiser sein.